In München, wie in vielen anderen Großstädten auch, gilt die Suche nach einer preiswerten Wohnung als besonders frustrierende Rumrennerei. In den letzten 6 Jahren sind die Durchschnittsmieten dort um fast ein Drittel gestiegen. Daran hat auch eine staatlich verordnete Mietpreisbremse nichts geändert. Es ist ein Markt, auf dem es viel zu verdienen gibt, auf dem aber auch Menschen wie Wolfgang Fischer Haus und Hof anbieten. Seine Immobilie mittendrin in der Münchner City ist so etwas wie der Goldesel aus dem Grimmschen Märchen. Denn der Mann tut alles, damit in der bayerischen Hauptstadt nicht noch mehr überteuerter Wohnraum entsteht, wie Ralf Mayer erfuhr. Glasfronten, Büros, schicke neue Wohnanlagen, schöne Altbauten. Die Nymphenburger Straße ist eine beliebte und nicht ganz billige Adresse im ohnehin schon sehr teuren München. Doch in diesem Hinterhof ist vieles anders. Ländliche Idylle mitten in der Stadt. Sein Grundstück wäre eine Goldgrube für Investoren, sagt Wolfgang Fischer. Immer wieder würden ihm Immobilienhändler Angebote machen. 12 Millionen Euro hätte er schon kassieren können, doch seine Mieter seien ihm wichtiger. Da habe ich auch wieder so ein schmieriges Angebot gekriegt. Sehr geehrter Herr Fischer, von einer renommierten Münchner Unternehmerfamilie sind wir exklusiv beauftragt, ein geeignetes Anwesen für langfristige Immobilien zu akquirieren. Das heißt, Sie würden mir Millionen geben, aber ich müsste mich ganz schnell aus dem Haus rausschleichen mit dem Koffer, damit meine Mieter nichts wissen, dass sie verkauft worden sind. Und ich verkaufe keine Menschen. Menschen sind keine Investitionsobjekte. Mieter brauchen ein sicheres Zuhause, so Fischers Credo. Er vermietet deutlich unter dem Mietspiegel, senkt die Miete sogar noch, wenn jemand in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Man weiß, dass man nicht rausgeschmissen wird. Selbst hier, also für mich trifft das sicherlich nicht so zu, aber wenn es jemandem nicht ganz so gut geht, der wird nicht gleich rausgeschmissen, nur weil er die Miete nicht bezahlen kann. Wir wissen, dass die Miete nicht erhöht wird. Es gibt keine Eigenbedarfskündigung. Es ist einfach, ja, eine sehr, sehr große Beruhigung. 1989 erbte Fischer das 6-Parteien-Haus mit Innenhof, Atelierhaus und Schreinerwerkstatt von seiner Tante. Damals sei es etwa 200.000 Euro wert gewesen, sagt der ehemalige Schauspieler. Dass die Immobilienpreise mittlerweile explodiert sind, gefällt dem Immobilienbesitzer nicht. Jeder Quadratzentimeter ist Tausende von Euro wert. Wo sind wir denn? Früher war der Bodenrichtwert 20 Jahre der gleiche. Wie ich es gekriegt habe, war er 1.600 Mark. Ich hab's noch oben. Und jetzt ist er 14.500 Euro und steigt alle 2 Jahre um 25%. Das ist kein gesundes Wachstum. Das ist ein Krebs. Der Mietmarkt ist eine Katastrophe. Und wir leben hier auf der Insel der Glückseligen. Es gibt sicherlich auch Vermieter, ähnlich wie den Herrn Fischer, die nicht so bekannt sind. Aber es gibt halt eben auch ganz, ganz viele, die halt rauspressen, was nur rauszupressen ist. Damit die Insel der Glückseligkeit nicht untergeht, soll eine Münchner Genossenschaft Haus und Grundstück einmal erben. Vorsichtshalber hat Fischer bereits alles vertraglich geregelt. Seine Mieter werden dann Mitglied in der Genossenschaft mit lebenslangem Wohnrecht und moderaten Mieten. Hier ist das Paradies und ich gebe Obacht drauf, dass dieses so bleibt. Alles Negative ist da draußen und ich versuche das hier herinnen zu vermeiden, aber wir sind keine Engel. Den Mercedes fährt er seit Jahrzehnten. Wolfgang Fischer führt ein bescheidenes Leben. Für den 79-Jährigen, der auch mal absichtlich auf der Straße lebte, ist bezahlbarer Wohnraum echte Lebensqualität.